Heute zeigen wir euch ein Bewässerungssystem, das ganz ohne Wasseranschluss funktioniert. Wir verwenden AquaBloom von Gardena. Das kommt nicht nur ohne Wasser, sondern auch ohne Stromanschluss aus, weil es solarbetrieben funktioniert. Wir starten mit dem Befestigen des Schlauches zwischen Steuerungscomputer und dem Wasseransaugstutzen, der im Reservoir versenkt wird. Als nächstes schneiden wir die mitgelieferten Schläuche in der richtigen Länge zurecht und montieren die Tropfer an der gewünschten Position. Mit Hilfe der Erdspieße werden die Tropfer in der Erde befestigt. So kann man beliebig viele Tropfer anschließen. Das Reservoir kann jetzt immer wieder aufgefüllt werden, ohne dass man täglich zur Gießkanne greifen muss. Bei diesem System könnt ihr zwischen verschiedenen Gießintervallen wählen, je nach Wasserbedarf. Ein noch einfacheres System ist die Verwendung von Flaschenadaptern. Hier gibt es eine riesige Auswahl von Produkten, die alle nach dem gleichen System funktionieren. Einfach die Wasserflasche befüllen, Adapter aufstecken und platzieren.